Hallihallo, meine Motovlog-Freunde. Es regnet. Es regnet nicht gerade wenig. Und der bescheuerte Michael ist bei so einem Wetter unterwegs. Mehr dazu nach dem Intro. Ciao, ciao. Ja, hi Leute, wie ihr seht, bin ich bei dem scheiß Wetter heute unterwegs. Ich hoffe, dass die Technik hier ein bisschen mitmacht. Ich habe mein Ganzkörperkonto, mein zweigeteiltes an. Der Rucksack hat das Kondömchen drüber. Und meine Box hier hat auch das Kondömchen drüber. Und das nicht jeder denkt. Guck mal, der Michael, der schöne Wetterfahrer. Machen wir jetzt das Scheißwetter hier. Es sind 4 Grad. Der Himmel soll heute Abend aufklaren. Und es soll aber kalt werden. Schnee ist auch wieder ein bisschen gemeldet. Mal schauen, ob er uns erwischt. Vielleicht dann nur wieder ein Spessart und die Rhön. Müssen wir halt mal gucken. Jetzt wird es wirklich höchste Zeit, dass ich mein Pinlock-Visier reinhabe. Ich weiß nicht, ob man das schon hier am Rand erkennt. Das läuft außen natürlich so schön an. Ja, was mache ich? Ich fahre zu meinem Kumpel Elli, der hatte Geburtstag. Da konnte ich aber leider nicht. Und überbringe ihm mal sein Geschenk. Ich denke mal, der ist auch Saisonfahrer. Der rechnet mit allem, aber nicht, dass ich bei dem Wetter mit dem Moped komme. Ja, und dann, wenn ich die Ecke bin, will ich nochmal schnell zu Tante Luise vorbeifahren, mal Hallo sagen. Die freuen sich immer, wenn ihre sogenannte Stammkundschaft wieder mal kommt. Und naja, auf jeden Fall wird es dann dunkel sein, bis ich dann dort bin. Ist er schon 15.45 Uhr. Meine Uhr muss ich nochmal einstellen da unten. Jetzt sind wir noch auf Sommerzeit. Das Schöne ist halt, wenn du so ein Kondom an hast. Jetzt kommt nichts durch, ne? Ich meine, so soll es ja auch sein. Aber scheu doch nicht, was ist jetzt mit dem Wetter los hier, sag mal. Ja, da jetzt das schönste Wetter hier vorne. Ich habe gewusst, ich wohne in irgendeinem Wettergebiet. Ja, vielleicht haben wir ja auch mal Glück. Ja, Elli ist 15 geworden. Die verkehrte 15 und konnte an seinem Geburtstag am Dienstag leider nicht, weil ich da einen wichtigen Termin hatte. Und jetzt will ich ihm halt mal schnell sein Geschenkchen vorbeibringen. Wenn ich Glück habe, wird Oma sogar ein bisschen gewaschen, weil die ist wirklich ein Dreck von der gestrigen Tour, weil die Bauernglätte überall ist und wir immer noch viel mit Baustellen zu tun haben. Lassen wir uns mal überraschen, ne? Hoffen wir, dass wir gut durch die Stadt kommen. Die meisten gucken einen ja ganz mitleidig dann an. Wenn man da fährt.
Ich muss mal so ein Thema aufgreifen, was Verkehr jetzt vor kurzem gebracht hat. Und zwar, dass da gibt es doch diese Regelung, dass man mit mehrspurigen Fahrzeugen praktisch mit dem Dreierführerschein oder mit dem alten Dreierführerschein, dass man damit fahren durfte. Ich glaube, die Regelung gibt es seit was weiß ich, um die 2000er Jahre irgendwann rum. Auf jeden Fall, dass man mit dem Ding da fahren darf. Ich blende euch mal seinen Beitrag dazu oben in die Infobox rein. Und schaut euch das mal an, ist recht interessant. Ich habe da auch eine Meinung dazu geschrieben, die möchte ich euch jetzt ein bisschen persönlich sagen. Und zwar, wir waren auch mal so zu schauen mit Frauchen vielleicht, dass sie vielleicht mal so einen, ja, sie hat halt doch Interesse dran, Motorradführerschein zu machen. Und hat sich aber dann überlegt, ja gut, vielleicht schaffe ich das ja nicht und das ist ja schon so und so viele Jahre her und naja. Auf jeden Fall haben wir uns dann mal die Zeit genommen vor 2-3 Jahren und haben uns mal verschiedene so dreirädrige Roller hier ausgeliehen. Also den Quattro 350 oder so D oder wie das Ding da geheißen hat. Ich glaube 350 Kubik irgendwie und 26 PS oder 21 PS, weiß ich jetzt nicht mehr genau. War sehr leicht für sich, sehr leichthändig, aber hat auch sein eigenes Gewicht und 26 PS sind nicht gerade wenig, ne? Wenn man so sieht, für einen, der wo nie mit gefahren ist, dann war das ja so mit dieser Arretierstellung und der bleibt dann stehen und du musst einen Knopf drücken und weiß Gott was oder so und wenn du dich halt auf Technik verlässt, auf jeden Fall egal. Dann haben wir gesagt, komm, wir holen uns mal so ein Ding mit mehr Leistung, wir wollen ja mal wissen, was da Sache ist und sind dann zu unserem örtlichen Piaggio-Händler und wir haben bei dem örtlichen Piaggio-Händler mal den MP3-Roller ausgeliehen. Das ist ein klein, ich weiß gar nicht mehr was das war, 250er oder weiß Gott was irgendwie, der hat auch irgendwie so um die PS gehabt, das war ja nicht so das Wahre, da bin ich mal ums Blöckchen gefahren. Eigentlich wollten wir dann was Größeres und dann habe ich mir den 500er geliehen. Irgendwie 400 noch irgendwas Kubik, 306, 308 Kilo oder so, glaube ich, schwer. Also wirklich, wenn du bedenkst, nochmal 50 Kilo schwerer als meine Oma. Ich glaube 41 PS, soweit ich noch weiß. Muss ich mal gucken, ich blende euch das alles so ein. Und auf jeden Fall war das eine richtige Waffe. Ich bin mit dem Ding hier gefahren. Wir müssen das mal anders sagen. Wir haben mit dem Händler drüber gesprochen und der Händler hat natürlich gesagt, ja, die beste Alternative und überhaupt gut für so einen Fahranfänger, lässt sich wesentlich einfacher fahren mit diesen zwei Rädern vorne. Ist natürlich, rutscht auch nicht so und nun gut. Haben wir alles ausgetestet, auch über Randsteine und so, wirklich eine super Sache. Aber eine Kurve bleibt eine Kurve. Und das Ding hier, ich glaube 160 oder was ist das Ding hier geblockert, also das war wirklich nicht langsam. Und das für so einen 300 Watt Bomber, ne, ich weiß ja auch nicht. Also,
Auf jeden Fall hat der Händler hier in den höchsten Tönen gesprochen von dem Ding und das wirklich für so Fahranfänger empfohlen. Ich weiß ja, dass ich diesen Händler auf jeden Fall, es war der Chef ja selber, nicht kontaktieren werde. Wenn es mal um irgendwas ginge oder dass ich den weiterempfehlen kann, weil wenn es über Menschenleben hinausgeht, dann sollte man sowas wirklich nicht empfehlen. Interessant ist vielleicht sowas sich mal zu leihen und mit dem Ding mal in die Fahrschule fahren und zu dem Fahrlehrer, mit dem Fahrlehrer mal sprechen, darüber einfach mal reden. Mit dem mal reden, ob man da nicht mal ein paar Fahrstündchen mitmachen kann, so auf dem Übungsplatz. Oder wie, wenn ich schon gerade hier mal bin, hier unten in Würzburg haben wir einen Verkehrsübungsplatz. Und zu dem kann man dann doch mal hinfahren und das Ding erstmal ausprobieren, bevor man das loslässt. Also ich verstehe jetzt diese Regelung, verstehe ich jetzt gar nicht. 125er darfst du nur fahren, wenn du vor 1980 bist, also eine 60-jährige Oma oder weiß Gott, oder 70-jährige. Die darf sich auf so einen 125er Roller setzen und darf mit dem Roller fahren. Und ich habe da im Bekanntenkreis auch so Sachen, die mit Beckenbruch und weiß Gott was geändert haben, und im hohen Alter ist es natürlich nicht so einfach. Ja, ich weiß nicht, irgendwie irgendwas läuft da doch verkehrt bei uns mit dieser Regelung. So, natürlich sind diese Dinge auch nicht teuer. Nicht teuer ist gut, nicht billig. Weil ich habe mir das mal angeguckt, was so ein Ding da neu kostet. Da habe ich ein schönes Moped von und auch den Führerschein gemacht. Ne? Naja, gut. Das war so ein bisschen meine Meinung da dazu. Oder meine Gedanken da dazu, zu der Sache. Danke erst nochmal für den Beitrag, der mir da mal so, oder mich so inspiriert hat, mal darüber nachzudenken, weil er stimmt wirklich, was er da so sagt. Und wer irgendwas anderes behauptet, der ist irgendwie hohl in der Birne. Weil null Erfahrung, 41 PS, 500 Kubik, ich glaube weit über 160 km/h oder 160 km/h, was das Ding da fährt. Habe ich schon gesagt, die über 300 Kilo, was das Ding da wiegt, und Kurve bleibt Kurve und Lenkimpuls bleibt Lenkimpuls. Und naja, gut. Ich rate euch mal, war doch mal zu dem Händler eures Vertrauens, der die Dinger vertreibt, und leiht euch mal so ein Ding da aus und fahrt mal damit. Also ich möchte jetzt keine Werbung damit machen. Ich meine, ist ein gemütliches Fahren. Ich denke, für ältere Leute auch, die einen Motorradführerschein haben und so. Ist entspannt, easy, drückst auf den Knopf, wenn du irgendwo stehst, dann bleibt das Ding auch stehen. Also tippt nicht um, ne? Und naja, also so verkehrt ist es garantiert nicht. Aber nicht für irgendeinen Unerfahrenen, der wo wirklich null Ahnung hat. Ich bedanke mich für euch fürs Zusehen. Ich habe doch jetzt irgendwie fast den Regen, also diese Fahrt regenfrei überstanden. Wenn, dann kriegen wir halt wieder ein bisschen Gischt ab. Ich hoffe nicht, dass nicht alles zu euch zugenebelt ist. Und ich sage euch, passt auf euch auf in dem Winterfahrt. Bleibt sauber. Seid nicht unvernünftig. An die Nicht-Saisonfahrer. Die Zeit wird, an die Saisonfahrer meine ich, die Zeit geht vorbei, schneller als wie ihr denkt. Macht ein paar Schraubervideos oder sonst irgendwas, dann geht die Zeit auch um, dann habt ihr irgendwas zu bearbeiten. In diesem Sinne, bleibt sauber, euer Dotzer RS oder Michel. Ciao, ciao.